So, hallo, ich begrüße euch. Ich hoffe, vom Ton her ist es nicht zu laut. Ich hatte gerade eine Mario Maker Folge aufgenommen, da war der Ton viel zu laut. Ja, und jetzt wird es mal Zeit, dass wir uns hierum wieder kümmern. Kehren wir zurück zu Ori and the Will of the Wisps. Ich habe nur noch grob Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Deswegen gebt mir bitte ein paar Parts, um wieder reinzukommen. Ich weiß, dass tragische Dinge passiert sind in der letzten Folge. Und damit haben wir einen ungünstigen Cliffhanger eingebaut. Aber naja. Ich hoffe inständig. Aber ich weiß es nicht, dass wir den irgendwie noch retten können. Kuro heißt er, ne? Unseren Freund. Wir werden sehen. Da rennt sie durch die Dunkelheit. Okay, jetzt haben wir erstmal den Ladebildschirm. Okay, da ist der Ladebildschirm fertig. Heieieiei. Wir sind wieder zurück. Wir sind wieder zurück in einer fantastischen Welt, die großartig inszeniert ist, aber gerade sehr, sehr traurig. 30%. Da ist noch einiges zu tun. Ich gehe einfach auf Fortfahren und wir werden sehen, wo ich rauskomme. Ich habe keine Ahnung. Stimmt. Das war ja die andere tragische Geschichte, ne? So, er ist zurück. Sie sind irgendwie zurück als Familie, aber dann sind jetzt halt hier erfroren oder so ähnlich. Oder zu Stein geworden oder keine Ahnung. Okay, was konnte ich denn jetzt alles schon? Hilfe. War das schon immer? Ich bin gerade verwirrt. Das, was da an der Seite ist, ist das... Hä? Das ist, kommt mir neu vor, dass das da war. Sind das die Quests, die ich gerade mache oder so? Quest verfolgen. Oh. Das ist neu, oder? Dass da die Quests an der Seite auftauchen. Das war... War das in den alten Parts auch schon? Ich kann mich fein nett dran erinnern. Ach, oder ich hatte das einfach aus. Oh Gott, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Vielleicht wollen wir dahin. Auf dem höchsten Berg. Ist zumindest eine gelbe Quest. Ach Gott, Leute. Ich habe keine Ahnung mehr. Hier könnten wir auch versuchen hinzukommen wahrscheinlich. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Das hier war die Mühle, ne? Das haben wir theoretisch gemacht. Was heißt müde? Brunnen oder so. Und, oh Gott. Das ist voll schlimm, wenn man nicht mehr weiß, wo man hin wollte. Hinein in den Bau. Vielleicht gehen wir erstmal hier hin. Da scheine ich hinzukommen. Über den hier? Oder, nee, über den hier wahrscheinlich am besten. So, dann gucken wir mal kurz hier. Da sind meine Fähigkeiten, ne? Ach Gott, ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Hilfe. Vor allem weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr, was ich noch verbessern kann, was ich noch nicht ver... Och, du Scheiße. Okay, und was ist hier oben?
Belastbar. Ach, das sind die, die ich reingesetzt habe. Und das sind die, die ich zur Verfügung habe. Ne? So rum war das. Okay. Dann sehe ich hier, glaube ich, was ich wirklich kann. Questgegenstände habe ich 3 Millionen Stück. Weiß ich auch überhaupt nichts mehr von. Würzige irgendwas. So. Oh, stimmt, wir wollten irgendeine Suppe herstellen, ne? Für dieses Gebiet, wo es kalt wird. Oder so. Questgegenstände. Oh Gott, Leute, ich habe keine Ahnung mehr. Oh, das ist jetzt nicht gut. Oh, das ist jetzt gar nicht gut. Wir gehen... komm, wir gehen einfach mal... Ah, warte, wie konnte ich denn... wie konnte ich Attacken wechseln? Okay, das war mein Dash. Ah, hier. Und da habe ich aktuell... Genau, da konnte ich das so einzeln zuordnen. Flattern, Stoßobjekt mit einem Windstoß weg. Regeneration. Ach ja, Regeneration war dann... Okay, okay, war A aktuell. Geisterschlag. Da ist mein Pfeil. Und Bogen. Und ich habe aktuell aber das. Okay, okay. Ah, meine Güte. Gut, wir gehen jetzt einfach mal... Hier oben glitzert und blinkt alles. Wenn ich das lesen könnte, wenn es mal ein bisschen größer wäre. Würzige gegeben, perfekt um... Ja, der hat mir Suppe gegeben, ne? Um frostige Moki aufzuwärmen. Ja, aber wer wollte das? Finde jemanden, der eine warme Mahlzeit nötig hat. Aber es steht nicht, wer dort wer das wollte, ne? Das erfahre ich gar nicht. Fuck. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal hier unten reinzugehen. Hinein in den Bau scheint aktuell erreichbar zu sein. Ich gehe dafür jetzt mal hier hin. Und wir gucken mal, was da passiert. Zack, Abflug. Ich bin so raus, ne? Ich bin so raus. Nee. So, jetzt muss ich runter und dann links. Und dann hier. Aber waren wir, also, warum ist denn da eine neue, da waren wir doch überall schon mal. Nee, scheinbar nicht. Guck mal, hier ist auch noch so ein Ding, haben wir nicht eingesammelt. Okay, probieren wir es einfach mal. Vielleicht komme ich in der Zeit auch wieder rein. Muss ich hier schon runter? Ja. Das Schlimme ist jetzt, im Let's Play, in den letzten Parts, ne, bin ich halt diese ganzen Wege, die ich jetzt hier so... Diese ganzen Wege, die ich jetzt so angestrengt gehe, die bin ich damals halt einfach schon problemlos gegangen, weil ich sie kannte. Jetzt sind die für mich praktisch wieder wie neu. Das ist ein bisschen... Ah, das ist echt kritisch, wenn man so lange Pause macht. Mein Gott. Das fühlt sich wirklich an wie neu gerade der Weg. Und fürs Let's Play ist es aber, also wenn jetzt jemand das Let's Play am Stück schaut, ist es total komisch, weil ich halt plötzlich dumm geworden bin einfach. Okay, hier runter. Hier waren wir, ich weiß das. Warte, ich muss mal kurz die Taste rauskriegen, mit der ich die Dinger da oben auslöse. Dass ich das im Notfall, wenn ich es einsetzen muss, auch einsetzen kann. Mein Gott! Waren die schon immer so stark oder sind die jetzt irgendwie stärker geworden aus irgendeinem Grund? So, welche Taste ist das gewesen? Die nicht. Die auch nicht. Okay.
Okay, okay, alles klar. Eieieiei. Warte, ich muss mich mal regenerieren, ne? Zack. So, jetzt ging's nach links, richtig? Richtig. Aber ich meine, hier waren wir schon 3 Millionen Mal. Also es kommt mir schon bekannt vor. So ist es jetzt nicht. Aber es kann ja sein, dass wir jetzt was Neues können, weil da war ja was eingezeichnet. Irgendeine Quest war da eingezeichnet. Irgendeine Bedeutung wird die schon haben, die Quest. Muss ich hier runter oder noch drüber? Karte? Okay, es ist egal. Schneller wäre es, oben drüber zu kommen. Dann gehen wir einfach mal oben drüber. Aber jetzt... jetzt muss ich runter, ne? Ja. Okay, jetzt dann darüber. Und jetzt zu den Mitternachtshöhlen. Da wollen wir runter. Oh, der macht den Kram. Aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass die Gegner hier stärker geworden sind, oder? Die waren es vorher nicht so crazy. Ich bin gleich tot, wartet mal. So. Unfassbar. Okay. Ja, wir wollen da runter. Hilfe. Und jetzt da runter. Nein! Ich wollte gerade sagen, ich bin gleich tot, ne? Ach Gott. So, jetzt hier entlang. Okay, jetzt haben wir gesehen, hier im Wasser ist was, was ich noch nie gesammelt habe. Ich komme da auch irgendwie nicht ran, oder was? Okay, aua. Ah, warte, mit dem komme ich rüber. Ja. Von der Seite aus vielleicht? Ach, das geht zu... Das geht zu, wenn ich da schnell hinschwimme, oder was? Okay, das muss ich irgendwie offen lassen können. Ist da irgendwo ein Schalter oder so? Scheiße. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Nee, das killt mich. Okay. Ja, dann lassen wir das erstmal. Da muss es irgendeine Technik noch geben. Aber deswegen bin ich auch nicht hier. Sondern hier bin ich ja wegen dem, was hier jetzt scheint. Guck mal, hier ist jetzt was nämlich. Hey Tok, was geht? Wenn ich nur Steinnoten lesen könnte, was? Oh, ist das... Ist das die... Scheiße. Öffne das Portal und finde ein Artefakt für Tok. Aber ich kann es nicht öffnen, sehe ich das richtig? Oder kann ich es jetzt öffnen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich hier schon mal war.
so gerne durch. Scheiße, bringt mir das jetzt irgendwas oder nicht? Habe ich da schon irgendwas dazu in Erfahrung gebracht? Da waren wir schon, das haben wir schon geklärt. Aber die Dinger bringen mir gerade leider gar nichts, ne? Scheiße. Wenn ich jetzt halt wüsste, ob ich hier richtig bin und es einfach nur nicht weiß. Das wäre halt bitter. Also wenn ich hier weitermachen könnte und es einfach nur nicht weiß, dass ich weitermachen kann. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann hier nichts tun. Nee, ich kann hier nichts tun. Hier ist auch nichts. Nee. Scheiße. Okay. Also das ist... Ja, was ist das überhaupt? Quest verfolgen. Hinein in den Bau. Finde das Artefakt in den Mitternachtshöhlen. Aber ich habe hier nichts weiter gefunden. Öffne das Portal. Ich weiß nicht wie. Scheiße. Okay, dann sagen wir mal, das geht gerade nicht. Versuchen wir einfach mal hier weiter aufzudecken. Gehen wir mal da hoch. Vielleicht komme ich da ja hoch. Es tut mir echt leid. Ich muss jetzt halt erst wieder stückweise hier... Alter! Diese dummen Dinger. Ich muss jetzt erst wieder stückweise klarkommen. Ah, den Kollegen brauche ich. Ach, ich muss hier wieder längs. Also irgendwann müssen wir hier nochmal lang gehen. Wenn ich weiß, wie ich diese komischen Dinger da unten aufmache. Ich hoffe, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, dass ich es noch nicht weiß und es jetzt einfach nur verpeilt habe, weil es einfach schon so lange her ist. Okay, gehen wir zu den Luma-Seen. Da war einiges noch zugedeckt. Vielleicht komme ich da jetzt ja ran. Ich habe ja keine Ahnung, wie lange es her ist, dass ich es versucht habe. Das kriege ich mit so einem Schlüsselding auf, ne? Habe ich jetzt nicht. Oh shit, hier geht's nicht weiter. Ich bin tot. Okay. Also hier komme ich nicht hoch. Oder? Kann ich an der Seite hochklettern? Ja, Moment. Vielleicht kann ich an der Seite hochklettern. Ja, langsam. Nee. Ich glaube, da fällt man nur runter, ne? Ja, scheiße. So, allerdings möchte ich mich jetzt hier rächen für den Fail von gerade eben. Oh, kann ich es vielleicht da hoch, so? Ja. Ja.
Oh, das sind die Knochen, die das hier versperren. Okay, ich komme nicht durch. Ja, okay, ich habe keine Chance. Aber du machst jetzt noch einen Abflug. Okay, er hat mich noch gekillt. Okay, egal. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir porten uns hierhin. Dann können wir nämlich trotzdem vielleicht nach links weiter aufdecken. Vielleicht habe ich da ja Erfolg. Weil links war auch einiges noch leer. Also vielleicht kann ich da irgendwas erreichen. Aber das Schlimme ist jetzt halt echt, es könnte halt sein, dass ich irgendwas in irgendeinem Part irgendwann mal bekommen habe, was mir jetzt was bringen könnte. Und ich weiß es einfach nicht mehr. Das ist gerade meine größte Sorge. So, weil hier geht's auch zu diesen Luma-Seen. Richtig? Richtig. Also da müsste ich doch hochkommen, oder? Was soll mich denn da jetzt noch dran hindern? So. Zack. Ist das hier hoch? Ja. Aber da waren wir auch scheinbar schon mal, weil das ist ja jetzt farbig gewesen. Ah, Mist. Mann. Oh, Junge. So. Und jetzt runter und hoch. Ist da irgendwas? Gibt es irgendeinen Grund, warum ich da nicht hochgekommen bin bisher? Oh, jetzt bin ich... Ah, okay, jetzt bin ich hier. Oh, die Luft. Ups. Okay, nochmal. Okay, wie kriege ich die auf? Wie kriege ich diese Blubberdinger? Ist diese Dinger hier? Die muss ich kaputt kriegen, dann gehen die Blasen da nämlich durch. Kann irgendjemand die Dinger kaputt schießen? Oh, jetzt sind sie kaputt. Wie habe ich das gemacht? Hä? Ach, die... So mache ich die. Okay. Okay, ich verstehe. Mist. Das heißt, ich muss jetzt hier aufmachen, dann kommt die Blase hier durch. Und dann kann ich mir die hier nehmen. Okay. Da ist nix. Und jetzt komme ich hier hoch. Okay, aber jetzt habe ich praktisch nur den Rundkurs gemacht. Das ist jetzt ja nichts Neues gewesen, ne? Ja, schade. Da waren wir schon. Und hier... Komme ich jetzt hier rüber? Kann ich so... Oh, nee, so weit werde ich nicht springen können. Ach, warte, ich kann doch jetzt gleiten. Stopp. Ich kann doch jetzt gleiten durch Kuros Feder. Stopp.
das hier, ne? Ist das jetzt der Fortschritt, der mich hier weiterbringt? Geht es wegen Kuros Feder jetzt hier weit? Bingo. Okay, hier geht's jetzt weiter. Ja. Okay, wir haben rausgefunden, wo es weitergeht nach einer halben Stunde. Ja, hier geht's weiter. Okay. Oh Mann. Als das Licht der Weide zerbrach, fiel die Kraft des Walds hier nieder. Ihre Präsenz schützt diese Seen vor dem Verfall, doch wir müssen sie bald finden, Ori, oder ihr Licht wird verloren gehen. Okay. Also ab jetzt habe ich hier komplett neues Gebiet, ja? Alles klar. Gut. Ich habe das gar nicht realisiert. Hat man das gesehen, dass da was runterfällt? Nee, ne? Jetzt. Oh, das... Okay, das löst sich aber auch erst danach aus. Nee, das gibt... Ich glaube, das gibt im Moment keine Chance, daran vorbeizukommen. Ist auch in Ordnung, muss ja nicht sein. Okay. Aber ich muss irgendwie da hochkommen. Oh! Kann ich die Blubberblasen anvisieren? Oh, lol, ich kann ja Springboard nutzen. Okay, das ist auch interessant. Oha! Oh, wer bist du denn? Hast du Quolok gesehen? Ich habe gehört, dass er zu den Lumassin gekommen ist. Aber ich finde ihn nicht. Das Gebiet ist größer, als ich in Erinnerung hatte. Quolok ist weiß. Ich brauche seinen Rat. Wenn du ihn findest, könntest du mir Bescheid sagen. Ich versuche dran zu denken, mein Freund. Im Osten gesucht, nichts als Blubberblasen gefunden. Okay. Das war jetzt der Hinweis, dass man auf Blubberblasen springen kann, aber den hätte ich ein bisschen eher gebraucht. Okay, ich würde da gerne nochmal hoch wollen. Perfekt. Alter! Ich kriege hier schon wieder richtig aufs Maul. So. Tschüss. Mistvieh. Kann ich das kaputt machen? Yes. Heilen. Das geht nicht auf oder kaputt oder irgendwas. Ne? Aua. Okay, das sind Stacheln. Keine Ahnung, ob man so hier hoch konnte, aber ich habe hier einen Schalter gefunden. Und ich meine, hey, drücken wir den doch mal. Ja, da geht das Tor jetzt auf. Okay, cool. Das ist doch schon mal was. Ist hier drüben noch irgendwas Spannendes? Nee, da oben ist gar nichts mehr. Okay. Oh, aber da kann ich hoch. Moment, Moment, Moment. Nein, zu langsam. Ah, da komme ich rein. Nice. Sehr schön. Das war die Währung, ne? Also mit den Sachen konnte ich Upgrades und so Zeug kaufen. Glaube ich. Okay. Gehen wir erstmal weiter runter oder gehen wir weiter hoch? Oh, erstmal holen wir uns so ein Geo-Ding. Wenn ich das schon lese. Die hießen doch irgendwas mit Geo, ne? Ah, ich komme nicht ran. Ups.
Ist das Viech wieder da? Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ja, okay, egal. Ich komme nicht hoch. Vielleicht, wenn ich von hier unten eine Blubber... Was? Was? Stoßangriff, was? Halte in der Nähe von Feind unter Wasser Elgrim, um mit einem Stoßangriff in die Gegensatzrichtung umzuleiten. Ah, okay, das geht auch. Gut zu wissen. Oh, ich habe nicht auf die Dings geachtet, mal wieder. Aber komme ich jetzt mit dem irgendwie da hoch? Nee, reicht nicht. Okay, egal. Okay, so. Okay, ich will jetzt nochmal da runter. Ah, ich sehe, was ich machen muss. Komm mit. Und dann ab da nach oben mit dir. Nice. Was bist du? Bist du ein Feind? Nein. Aber vielleicht kann ich da auch so ein Viech reinlenken. Das war nicht die richtige Richtung. Doch, es hat funktioniert. Jetzt kommen da Blubberblasen raus. Nice. Um Flattern zu verwenden, halte ZL gedrückt und weise sie. Okay, ich muss jetzt dieses Flattern machen, ja? Dann nehmen wir halt mal... Keine Ahnung, was wir wegnehmen. Was ist das jetzt? Was bringt mir das? Oh, muss ich mit Flattern? Oh mein Gott. Muss ich somit die Blase da hoch... Ach du Scheiße. So nett. Ja, das ist, was ich machen muss. Oh mein Gott, okay. Ach du grüne Neune. Oh nee, jetzt sind die wieder da. Großartig. Ja! Yes! Yes! Oh mein Gott, ich hab das Viech. Oh, moin. Da ist mein Gordik-Erz. Sehr, sehr schön. Eieiei. So, und wie komme ich jetzt hier? Ach so. Ja, hä? Das ist viel zu schnell da oben. What? So schnell komme ich gar nicht hinterher, wie ich das nutzen soll. Aua. Hallo, komm... Mal, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, das zu erreichen. Hä? Wie?
Ja, aber. Das war nicht, was ich wollte, aber ist okay. Ich muss die nach unten erstmal. Moment, ist hier unten noch mehr? Oh, wait. Komm mal mit. Oh, das geht nicht, schade. Muss ich die hier schon rüber lenken, oder was? Aber hier kann ich noch gar nicht. Hier geht's auch noch nicht. Ich kann das nur von hier. Ach, ich bin ein Trottel. Das ist die Luft, dass ich dich erwischen muss. Okay. Das ist mein Taxi. Alles klar, verstanden. Ja, das hat ja fast gut funktioniert. Aua. Jetzt drauf und ab nach oben. Hey, ein Tok. Den haben wir ja gerade noch gesehen, da war er woanders. Die Fische beißen aber nicht nur den Köder, aber Haut und Federn riskiert, um einen zu fangen. Schade, dass wir nicht wie diese Unterwasserpflanzen sind. Die ziehen sich bei der kleinsten Berührung ein. Wenn meine Schwanzfedern das könnten, wäre das Angeln deutlich weniger schmerzhaft. Pah. Das ist faszinierend, aber ein falscher Schritt und man ist Fischfutter. Pah. Okay, er meckert nur. Danke für deine Hilfe, Bro. Okay, das muss ich wieder kaputt machen. Das geht hiermit auf. Und ich bin tot. Ich muss mehr auf die Luft gucken. Aber vielleicht gehen wir auch erstmal hier irgendwo hoch. Ach, guck mal. Nicht bewegen. Du machst den Fischen Angst, sie sind sehr flink. Wenn ich nur ein Netz hätte, aber meins ist kaputt, hätte ich einen Faden. Habe ich zufällig einen Faden dabei? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Nein, schade. Scheinbar habe ich es nicht. Okay. Ey, ich werde sowas von nie rausfinden, wann ich wem was bringen soll, ne? Okay, aber hier geht's gar nicht weiter aktuell. Ne, hier ist nichts. Vor allem hier ist nicht mal ein Fisch drin, aber ist in Ordnung. Aber das kann ja nicht alles sein, wo ich damit hinkomme. Ja, aktuell scheinbar doch. Also muss ich hier unten weitermachen. Okay. So, hier komme ich rüber. Hier ist auch Lo. Oh! Nice. Gorlik-Erz immer gut. Und wer auch immer da drüben ist. Ist das nicht der Typ, der uns die Karte immer gibt oder so? Aber ich komme jetzt gerade nicht hin, ne? Ne, das war nur so ein Versteck, okay. Okay, also ich muss irgendwie dieses Ding da kaputt machen. Oh, der macht die... Oh, der macht die auf. Okay, das wird kritisch. Ja, und jetzt müsste ich da hochkommen. Okay, ich verstehe. Aber mit der Luft, die ich halt zur Verfügung habe, wird es nie was. Das war nicht so gut. Okay, das war ganz kurz offen. Jetzt hoch, 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 hoch. Okay. Und das hat jetzt alle ausgelöst. Nice. Ah, jetzt ist das Wasser abgelaufen. Jetzt
kann ich da oben den Teleport aktivieren. Das ist doch auch schon mal ein Erfolg. Das ist doch auch schon mal ein Erfolg. So, die Frage... Ach, Moment mal. Und jetzt kann ich doch das normal kaputt machen, oder? Kann ich da jetzt nicht einfach so reincrashen? Nee, das geht nur von oben wahrscheinlich. Okay, aber wo muss ich jetzt... Ach, jetzt kann ich nach unten. Na, natürlich, nach unten kann ich jetzt weiter. Jetzt kann ich nach unten weiter. Gut. Ja, und den brauche ich. Genau den brauche ich. Komm mit. Das war die falsche Richtung. Oh mein Gott. Nicht ich nach oben, sondern er. Komm mit. Und zack. Sehr schön. Da kommen die Brocken runter. Okay. Komme ich so zu dem Kartentyp vielleicht hin? Oh shit. Nein, aber zu einem Zwischenboss. Naja, der, wobei, okay, der ist nicht sonderlich krass. Sehr gut. Tschüss. Ah, weil es mehrere sind. Oh no. Oh no. Oh, das ist so eine richtige Arena-Scheiße. Okay. Oh, fuck. Moment, ich brauche meinen Bogen. Ich brauche meinen Bogen. Ich hab Dinge gelernt. So, hier, zack. Okay, und es geht weiter. Du kannst gleich mal einen Abflug ins Wasser machen. Oh boy. Ich muss dringend meine Regeneration auslösen. Das ist die falsche Taste. Nein, das ist auch die falsche Taste. Weil ich mich gerade nicht regenerieren kann. Machen wir das mal auf X. Das war super knapp. So, kann ich mich mal kurz regenerieren, bitte? Das war die falsche Taste. Och, Mann. Okay. Aber jetzt habe ich regenerieren auf X, ja? Okay. Ja, dann rein da. Ah, je, oh je. So, du gehst jetzt gleich mal hier raus. Nee, nicht gut. Nee, reicht nicht. Ach, scheiße. Warte, machen wir mal wieder... Machen wir es mal so. Und so. So habe ich doch normal gekämpft. Ich hatte jetzt ja nur beim ersten Kampf das Problem, dass ich dieses Federschwingen-Ding noch drin hatte. Das war halt kein guter Angriff. Na, das ist nicht, was ich für einen Angriff brauche. So, ihr ins Wasser. Perfekt. Genauso brauchen wir das. Genauso brauchen wir das. Und du machst jetzt einfach so einen Abflug. Zack. Ja, fast. Bam. Viel besser.
Und ab ins Wasser, nice. Und ab ins Wasser, perfekt. Genau so braucht man das. Warte, begeben die sie von selber ins Wasser? Sind die so doof? Oh mein Gott, die sind so doof. Das war's. Ich hätte es vorhin fast geschafft. Ich habe mich nur wieder richtig dumm angestellt. Perfekt. Guck mal, hier, das geht nachher auf oder so, ne? Ich sehe das schon. Okay. So, wenn meine Theorie stimmt, komme ich jetzt zu dem Typen mit dem... Oh nein. Ich war wieder zu langsam, ich hasse alles. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt doch ein bisschen... Oh, warte, wir gehen hier noch schnell hoch. Da hoch kommen wir vielleicht noch schnell oder auch nicht. Warte mal, komme ich da schnell hoch? Nee, ich glaube nicht. Oder? Wenn ich mich hier festhalte. Nee. Ah, hier ist Luft. Ah, hier komme ich nicht ran. Hier geht das auf. Ah, da kommt so ein Viech raus. Okay, okay, komm mit. Nein, ich war zu langsam. Komm mit. Nein. Hä? Was habe ich denn jetzt wieder für einen Quatsch gemacht? LOL. Also das könnte funktionieren. Ich darf halt nur nicht dumm sein. Bitte. Energieernte. Geistersplitter. Damit lassen Feinde mehr Energiekugeln fallen. Okay. Klingt nicht komplett... Oh nein. Ach, das ist ein Ziel. Das ist ein Ziel von irgendeinem Rennen. Ja, das ist ein Ziel von irgendeinem Rennen. Ja, ich erinnere mich. Okay. Ich würde sagen, wir schließen an der Stelle mal ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hier in dem Gebiet können wir nächstes Mal weitermachen. Jetzt haben wir ja wieder gefunden, wo es weitergeht. Das ist schon mal ganz gut. Tschüss.